Hunderte Oldtimer sind in der litauischen Hauptstadt Vilnius zu einer gemeinsamen Rallye gestartet, um an die sogenannte Baltische Kette zu erinnern, die längste bekannte Menschenkette in der Geschichte. Vor 30 Jahren hatten über 1 Million Esten, Letten und Litauer auf diese Weise ihren Willen zur Unabhängigkeit von der Sowjetunion demonstriert. Das ist ein historisches Event, nicht nur weil wir an die Baltische Kette erinnern, sondern weil es gelungen ist, Oldtimer-Fans aus 3 Ländern für die Rallye zu begeistern. Die Autos waren mit Fahnen aus Litauen, Lettland und Estland geschmückt. Entlang der Strecke haben die Veranstalter zahlreiche Konzerte geplant. Ziel der gemeinsamen Fahrt ist die estnische Hauptstadt Tallinn am kommenden Dienstag. Wir füllen jetzt unverbleites Benzin in unsere Ladas, anders als noch vor 30 Jahren. Wir haben jetzt Freiheit und Demokratie und wir gehören zur Europäischen Union und zur NATO. Unser Traum ist wahr geworden. Einige der Autos und Motorräder stammten unmittelbar aus der Zeit der Unabhängigkeit der baltischen Staaten. Andere Teilnehmer hatten Fahrzeuge mitgebracht, die bereits mehr als 80 Jahre auf den Straßen unterwegs sind.